Der Meister gegen den starken Neuling, Salzburg gegen Ried. Findet die Austria gerade in Graz aus dem Tief? Hält der Höhenflug des LASK weiter an? Ein Spiel mit besonderen Emotionen, Rapid FC Tirol. Hallo und herzlich willkommen bei Fußball. Legen wir die Enttäuschung von Riga beiseite, hoffen wir, dass es mit der Europameisterschaftsqualifikation doch noch klappt und konzentrieren wir uns auf die vierte Meisterschaftsrunde, denn die hat durchaus ihre Reize. Beispielsweise das Spiel Salzburg gegen Ried, der Meister gegen den Aufsteiger, der am Anfang der Saison für solch Furore gesorgt hat. Und die Begeisterung um dieses Spiel war so groß, dass es zu einem gewaltigen Stau gekommen ist und Schiedsrichter Wieser musste mit einer Polizeieskorte ins Stadion gebracht werden, denn sonst wäre er hoffnungslos zu spät dran gewesen. Gott sei Dank war Polizei oder Gendarmerie Salzburg-Anhänger und so wird das Spiel pünktlich angepfiffen. 13.000 Zuschauer, davon 3.000 Rieder Fans, die auch die Zufahrten verstopft haben. Man sieht eine gut defensiv eingestellte Mannschaft von Ried mit Libero Eder, davor ist Mantecker, Kiesenhofer und Steininger, im Mittelfeld Lesiak, Glasner auf Prosenik angesetzt, dann wir Spielmacher Ivsic und einzige Spitze Mraz, der schon Tore für die Rieder erzielt hat, wichtige Tore. Und man wartet eben auf den richtigen Konter. Salzburg natürlich überlegen. Erste Möglichkeit für Heimo Pfeifenberger, der hinter Hasenhüttl, der hier zu spät kommt, und hinter Jantschuler faktisch zurückhängende Spitze spielt und aus dem Mittelfeld kommen soll. Fassungslos, manchmal am Anfang, Trainer Otto Baric, weil nicht alles so klappt, wie er sich's von Ampfiffern vorgestellt hat. Ein Solo von Hasenhüttl will hier ein Foul herausschinden, aber Schiedsrichter Wieser lässt korrekterweise weiterspielen. Die Stimmung im Stadion Lehn wie immer sehr gut. Dann haben wir Adi Hütter gesehen, wieder Pass auf Jantschuler. Da pfeift der Schiedsrichter. Freistoß für die Salzburger. Libero Eder regt sich zu Unrecht auf. Wer wird schießen? Adi Hütter, der mit seinen Weitschüssen das Bollwerk der Rieder Abwehr aufreißen soll. Aber knapp daneben. Guter Schuss, aber Torhüter Unger bei Ried braucht nicht einzugreifen. Klaus Heutinger hat sich ein Video von Casino Salzburg verschafft und hat seine Mannschaft recht gut auf den Meister eingesteckt. Foul von Hieden hier am Mraz. Er hat knapp zuvor nach einem ganz dummen Foul wegen Haltens schon die gelbe Karte bekommen. Und Schiedsrichter Wieser muss ihm nun faktisch gelb und rot, also die Ampelkarte, zeigen. Das ist die 20. Minute. Und nun müssen die Salzburger 70 Minuten lang mit nur 10 Mann spielen. Das heißt, Schwerarbeit vor dem Europacup am Mittwoch in Bukarest. Hier noch einmal dieses Foul. Fährt hier Mraz in die Achillessehne mit dem linken Bein. Das hat man nicht ganz genau gesehen. Der Stürmer wird kurz verarztet. Wieder fassungslos oder weiterhin fassungslos Otto Baric, aber Mraz kann dann weiterspielen. Klaus Reutinger reagiert, er bringt den offensiven Stanisavljevic statt des jungen Drechsel, also einen offensiven Mittelfeldspieler. Er rechnet sich vielleicht doch Torchancen aus in kompakter vorgetragenen Kontern. Wieder eine Standardsituation, wieder Hütter, wieder Torhüter Unger. Auch Mladenovic, der Libero, hätte schießen können, aber Hütter, aber der von den Salzburgern so heiß ersehnte Führungstreffer will nicht fallen. Prosenik, diesmal Glasner nicht bei ihm, übers Tor. Eines muss man zu diesen Spielphasen sagen, die Salzburger mit sehr viel Laufarbeit versuchen, die numerische Unterlegenheit zu kompensieren. Leiner aufgerückt gegen Glasner, den sehr guten unter 21 Teamspieler. Und diese Ranglerei ist eigentlich symptomatisch für den Verlauf der ersten Spielhälfte. Eine Ranglerei. Die Salzburger können nicht so ganz und die Rieder auch nicht, obwohl sie einen Mann mehr sind. Dann reagiert Otto Baric, bringt Stadler statt des körperlich doch eher filigranen Jantschuler. Davon erwartet er sich eigentlich mehr. Dann Leo Leiner, ein unwahrscheinlicher Fehler, wartet, dass Otto Konrad herauskommt und fast ein Verlusttreffer, den hier der Salzburg-Torhüter vereitelt. Die streiten miteinander.
Schauen Sie, Lesjak spritzt dazwischen, der Legionär aus Polen. Und er scheitert an Otto Konrad. Wohin soll das führen, scheint sich der Otto Baric hier zu denken. Hasenhüttl mit einer sehr guten, vor allem spielerischen Leistung. Sehr viel Laufarbeit von ihm, auch von Heimo Pfeifenberger. Das muss man besonders hervorheben. Hier richtet Unger die Mauer. Mladenovic drüber. Ich glaube, dass, wenn alles knapp daneben geht, sich die Verkrampfung der Salzburger, die auch in der Körpersprache sichtbar ist, nicht lösen will. Unentwegt aber die Salzburg-Fans drücken für ihre Mannschaft, feuern sie weiter an. Sie sind jetzt der 11. Mann für das Team von Baric. Hütter, Ball aufgelegt vom Pfeifenberger. Und Eigner, er ist noch nicht da, war ein Schuss von Starter. Pardon. Jetzt erst reagiert Otto Baric, er bringt Eigner statt Winkelhofer und er wird ihn an der rechten Flanke einsetzen. Und Klaus Reutinger bringt den Jolly Joker statt Lesjak, und zwar Erwin Dampfhofer, ein Mann, der bei seinen Kurzeinsätzen immer wieder für Tore gesorgt hat. Dann eine herrliche Aktion von Hasenhüttl, aufgelegt, hier in die Mitte gespielt für Hermann Stadler. Eine Riesenmöglichkeit für den eingewechselten Stürmer. Die Miene von Otto Baric ändert sich nicht. Wird auch nicht freundlich, als Unger wegen Wassern, also Zeitschinden, die gelbe Karte bekommt. Sehr umsichtig bis jetzt der Schiedsrichter. Otto Konrad, hier ein Schuss von Dampfhofer. Macht das erste Mal auf sich aufmerksam. Hütter, rechts würde Eigner warten. Da ist er schon. Gute Flanke auf Pfeifenberger. Und die erste Aktion des eingewechselten Eigner, man fragt sich, warum er nicht gleich gespielt hat, bringt das 1:0. Ist es das erlösende 1:0 für die Salzburger? Die Miene von Heimo Pfeifenberger und der Jubel bei Eigner versprechen einiges. Ja, noch einmal, Maßflanke von Eigner und 1:0 in der 67. Minute. Und jetzt wollen die Salzburger noch das 2:0 erzielen. Dann wäre alles erledigt. Wieder Eigner, wieder eine gute Möglichkeit. Alle fahren vorbei, Hütter! Stadl und Hasenhüttl sind vorbeigefahren und Hütter scheitert hier am Torhüter Unger. Schauen wir uns das Ganze noch einmal an. Es war eine super Maßarbeit, der Vorarbeit von Eigner. Wenn der Hütter hier den Ball schubt, von hier redet sich natürlich leicht, dann wird es jetzt 2:0 stehen. Noch eine Möglichkeit, auf der Linie, Angermüller. Man reklamiert Handspiel, aber es war korrekt. Mit der Schulter weggestoßen, wir sehen es gleich, Kopfball, Pfeifenberger mit der Schulter weggestoßen, den Ball, korrekt, kein Handspiel. Jetzt kommt dann die Rieder, wollen jetzt doch noch den Ausgleich erzielen. Glasner, und da ist der Ausgleich durch Erwin Dampfhofer, den eingewechselten Mann. Klaus Reutinger hat richtig gewechselt, genauso wie Otto Baric, also beide Trainer kennen offenbar ihre Mannschaft gut. Um 3 Minuten nach dem Führungstor der Salzburger, der Ausgleich für die Mannschaft von Ried und die 3000 Fans aus Oberösterreich, natürlich begeistert. Glasner, einer der Besten seiner Mannschaft, der wird nicht lang bei Ried spielen. Und im Nachschuss Dampfhofer, und der Otto Konrad hat nicht sehr glücklich bei dieser Aktion ausgeschaut. Vielleicht denkt er wirklich zu viel nach, was er im geeigneten Moment tun muss. Dann noch eine Chance durch Pfeifenberger nach gutem Pass von Hütter. Wieder rettet Torhüter Unger. Es ist eine der letzten Möglichkeiten der kampfbetonten Salzburger, aber Ried darf sich freuen. 1:1 ist wie ein Sieg. Die Mannschaft hat nicht aufgegeben, hat auch Tor geschossen, und dann war ein für mich unerklärlicher Fehler, weil ich habe auch das auch geschrien, dass wir wollten unbedingt noch zweite Tor, was war überhaupt nicht nötig. Wenn wir hätten dann mit 5, 6 Spielern in unserer Hälfte gespielt, wir hätten 3 Punkte gehabt. Und das, diese taktische Unverantwortung nach 1:0, das muss Folge haben, weil das ist unglaublich, da sind wir so dumm, dass so viel arbeiten wir für diesen Sieg und so leicht erlauben wir diese Niederlage. Besser gesagt, für uns ist das Niederlage. Bukarest ist jetzt wieder ein ganz anderes Spiel. Wir werden uns jetzt gewissenhaft vorbereiten und wir werden versuchen, dass wir in die Champions League kommen. Dann, glaube ich, jetzt ist der große Druck von der Mannschaft wieder weg und dann, glaube ich, werden wir auch wieder befreit Fußball spielen. Ja, und ein 1:1 würde den Salzburgern ja in Bukarest genügen, das als kleiner Trost. Die Leistung von Ried, die kann nur einen Kommentar erhalten. Respekt, Respekt für diesen Aufsteiger. Auf dem Totoschein ist dieses Spiel 3:1 und Tipp X. Austria Memphis fuhr mit bösen Erinnerungen im Gepäck nach Graz, denn zuletzt hatte es dort einen